Happy Show Day! Es ist Sonntag, der 18.06.2023. Also der Tag der Empo Classic. Let's freaking go. This is going to be exciting. Ich trinke gerade Meetings. Ich stehe jetzt vom Titan Fitness und baller jetzt ein ganz schönes Oberkörpertraining durch. Ich habe so ungefähr 1,5 Stunden Zeit. Weil eigentlich soll eigentlich soll um 9 Uhr die Show losgehen. Aber ich rechne jetzt aber mit einer Verspätung von mindestens einer halben Stunde. Ich muss ja noch Cardio und Posing machen, aber ich baller jetzt erstmal Oberkörper durch. Vielleicht habe ich später die Möglichkeit, nochmal herzukommen. Alles ist möglich, Leute. Alles ist möglich. Man muss es nur priorisieren. Let's go. Ich habe richtig Bock sogar. Am Morgen in Spanien ist es ja noch immer so geil, weil alle Spanier mindestens bis 20 Uhr schlafen. Und dann geht es erst ab auf die Straße. Die sind halt super nachtaktiv. Gestern Abend war auch richtig Rambazamba hier. Und jetzt ist einfach keiner hier. Invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could happen. Die Maschine ist so geil und ich habe einfach so ein gutes Gefühl für gerade im Trap. Und nochmal, ich bin richtig happy wegen einer Übung. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me. Noch schnell ein bisschen durchgepost, Apps gemacht, Mobility schnell gemacht. Also alle Duties erfüllt außer Cardio. Das kriege ich heute auch noch rein. Wir haben es jetzt ungefähr 9:30 Uhr. Ich esse jetzt ganz schnell ein Post-Workout. Und dann fahre ich zur Helle. Training war echt gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet, dass es so gut läuft. Guten Pump gehabt, gutes Muskelgefühl. Ein Oberkörpertraining ist für mich gut. Nicht unbedingt, wenn ich stärker werde. Ich checke auch mein Gewicht ehrlich gesagt gar nicht beim Oberkörpertraining. Sondern wenn ich merke, ich habe eine gute Verbindung zu meinem Muskel, ich habe einen guten Pump, meine Muskulatur sieht prall aus, dann bin ich zufrieden. Weil im Oberkörper muss ich jetzt nicht noch extrem growen, sondern im Oberkörper geht es halt darum, ja klar, Schulter darf noch ein bisschen mehr werden, so, aber grundsätzlich einfach Muskelqualität dazu zu bekommen und das Ganze in Balance zu halten zum Unterkörper. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr heute am spannendsten findet. Lisa startet in der Wellnessklasse, die hat heute auch Geburtstag. Und die war letztes Jahr auch beim Olympia, hat sogar in die Klappe. Hat sie den 16. Platz gemacht oder den 15. Auf jeden Fall war sie echt gut. Hat sich jetzt auch schon zweimal für den Olympia qualifiziert, dieses Jahr noch nicht. In der Bikini-Klasse. Auf jeden Fall auch spannend, aber die Bikini ist richtig stark. Ivy Eskander ist da. Sie ist, lass mich lügen, Top 15 auf jeden Fall Olympia gewesen letztes Jahr. Top 10 glaube ich noch nicht. Sie war jetzt bei New York Pro, glaube ich, zweite oder dritte. Das heißt, sie ist wirklich sehr, sehr gut. Sie ist eine Spanierin und die hat die letzten beiden Shows, wo ich auch gestartet bin, gewonnen. Wir haben, klar, Anton in der Classic Physik. Kann ich nicht einschätzen, weil ich nicht so weiß, wie die anderen Leute da sind. Wir haben, in der Figurklasse. Profi-Debüt, erster Profi-Wettkampf. Ja, wird wahrscheinlich schwierig, weil alle anderen halt noch viel mehr Muskulatur haben als sie. 3, 4, 5 Kilo, aber sie hat halt die schönste Linie, sie ist richtig hart. Aber ja, das ist der Anspruch, halt jetzt noch nicht einen Wettkampf zu gewinnen, sondern halt erstmal sich bei den Profis langsam zu beweisen. Das sind so die Main-Character heute. Und schreibt mal in die Kommentare, worauf ihr am meisten gespannt seid und von dem ihr glaubt, dass er sich die Olympia-Quali heute holen könnte. Es gibt auch noch andere deutsche Beteiligungen in der offenen Klasse mit Emir. Das sind deutsche Open Bodybuilding-Hoffner. Auch ganz junger. Roman Fritz startet auch in der offenen Klasse. Ja, that's it eigentlich. Achso, Lisa Reit startet auch natürlich Bikini. Die will sich auch noch die Quali holen. Also, alle kämpfen heute. Und Jules schaut zu. Und ist hyped auf ihren Wettkampf im September. In 13 Wochen, genau hier, ist wieder eine Pro-Show und da werde ich wahrscheinlich starten. Das ist einfach so krass, weil du weißt, dass jeder einzelne Tag dich ein Stückchen näher dahin bringt. Und das ist krass am Bodybuilding. Jeder einzelne Tag zählt. Wenn du eines Tages zurückschaust, dann siehst du diese krasse Veränderung. Und jeden Tag hast du dazu beigetragen. Aber du brauchst einfach die Kontinuität und die Geduld. Weil du siehst nicht eine Veränderung von heute auf morgen, folgt halt über Wochen. Und das ist gerade so lecker. Ich bin auch heute richtig mit Hunger aufgewacht. Hatte Motion Porridge als Brie. Und heute Abend werde ich vielleicht mit Steak essen gehen. Mal schauen. Weil meine letzte Mahlzeit sind ja nur Proteine und Fette. Und das kannst du im Restaurant halt schon easy machen. Dass du dir ein Steak bestellst, was eh schon recht fettig ist. Und dann halt Gemüse dazu und dann passt voll. Oder Lachs. Mh. Schauen wir mal. Vielleicht bleibe ich auch mal bei Quark, weil ich liebe auch meinen Quark. Alright. Wir sehen uns in der Halle. Ich bin jetzt Backstage. Ich bin mit Leonie. Hallo. Leonie, guck dir mal Leonies Augen an. Wie krass sind ihre Augen? Im Kontrast mit dem Orangen. Richtig krass.
Was denn heute so? Was machen wir denn hier heute? Ja, ich habe das eben schon so ein bisschen angeriffen. Wer so startet und was wir so machen. Wir haben ja auch Martin und Sascha. Wir haben hier Lisa, die heute Geburtstag hat. Und Jan, die schon mal fleißig ihre Füße hochlegen. Und es riecht schon nach Farbe, nach Schweiß und nach Aufregung. Stimmt, das sehe ich das gerne. Ja, ja. Und wir haben hier richtig fancy Backstage-Passes. Das ist auf jeden Fall hilfreich, weil wir können hier einfach überall so rumlaufen. They tell me that I'm never gonna make it. Bin sehr happy. Toll. Toll. Geil, die Rosinen. So Leute, wir haben jetzt mittlerweile fast 5 Uhr am Nachmittag. Die erste Runde Prejudging ist done. Für uns lief es ganz gut. Ich ziehe heute nach der Show mal komplett ein Fazit und erkläre euch die Platzierungen. Aber John ist schon durch für heute. Sie hat einen Callout geschafft und kann auf jeden Fall sehr happy sein mit ihrer Leistung. Jetzt wird es vor allem bei Antoine nochmal spannend. Und ja, ich bin müde. Wir wollen gerade noch Cardio machen. Ich habe Hunger und Durst, aber ich habe das Ziel vor Augen, in 12 Wochen genau hier zu stehen. 19.30 Uhr, die Show ist vorbei. Antoine wurde Zweiter, Lisa wurde Vierte, Christina wurde Fünfte. Also alles in allem eine sehr krasse Show gewesen. Es war eine richtig krasse Show und ich denke, die meisten können sehr zufrieden sein mit ihren Platzierungen. Und die Sonne in Alicante schreibt mich noch an, ich bin voll fertig, Leute. Es ist eigentlich Zeit für Post-Show-Celebration. Wir gehen jetzt essen. Ich habe jetzt gerade schon meinen Quark gegessen, aber ich höre den anderen sehr erfreut beim Essen zuschauen. John kommt auch, Hannah kommt auch, zwei andere Athleten kommen noch, Stefan kommt auch später hin. Ich habe mich in ein wundervolles Ort geworfen. Alleine unterhalten, ich bin immer wieder am Werk. Wir sitzen hier mal wieder bis 12 Uhr, also die allerletzten Restaurant. Die Angestellten müssen darauf warten, dass sie gehen. Jetzt rausschmeißen. Und ich muss in 5 Stunden aufstehen. 5.30 Uhr und 6. Danke, dass du dieses Wochenende dabei warst in unserem Vlog. Ich war ja nicht so viel dabei, oder? Ab und zu mal. Wirklich? Ja. Von hinten oben drauf gesehen. Dein nackten Kopf. Ah, okay. Wie fandest du es so? Fazit? Ja, war ein schönes Wochenende. Ich fand es auch super und ich bin immer wieder froh, dass ich mitgeflogen bin. Es war sehr nice. Viele Menschen wieder gesehen, viele Erfolge gefeiert. Kommt jetzt der Zoll, das heißt, du tust die Kamera weg. Bis bald, ciao, ciao.